Ich freue mich, dass wir heute wieder eine dreiteilige Predigtserie beginnen können. Diese Predigtserie wird aufgenommen und auch im Internet zu sehen sein und nachher auch auf DVD zu bekommen sein. Der Titel dieser Serie lautet Die charismatische Bewegung im Licht der biblischen Prophetie. Und wir werden drei Teile haben. Der erste Teil, den wir heute hören, ist das Thema, der Titel Die charismatische Bewegung. Das ist die Bewegung selbst. Nächste Woche wird das Thema sein, die Willow Creek Bewegung und in zwei Wochen Emerging Church. Aber natürlich wollen wir nicht nur über das reden, was nicht gut ist bei den anderen Kirchen, sondern wir wollen immer schauen, wo haben diese Bewegungen, wo haben diese Strömungen, Richtungen etwas anzubieten, wo es auf dem verkehrten Gleis liegt, wo wir aber von der Bibel her das Richtige für uns mitnehmen können. Ja, heute Vormittag haben wir vier Bereiche, vier Abschnitte. Das erste, die Geschichte der charismatischen Bewegung. Zweitens, die Beurteilung der charismatischen Bewegung. Drittens, die biblische Prophetie. Und viertens, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Die charismatische Bewegung ist ja eine religiöse, christliche Bewegung, die für sich selbst beansprucht, dass der Heilige Geist in ihr wirkt und sehr viel bewegt in ihr und auch durch sie. Deswegen wollen wir uns beim vierten Teil damit beschäftigen, wie der Heilige Geist wirkt, was notwendig ist, damit wir mehr vom Heiligen Geist erfüllt sind und wie echte Erweckung aussieht. Zum Ersten, die Geschichte der charismatischen Bewegung. Man kann diese ganze Bewegung in sechs verschiedene Wellen einordnen. Sechs Wellen des Heiligen Geistes nennt man sie auch, obwohl der Heilige Geist natürlich in Anführungsstrichen ist. Wir werden nachher bei der Beurteilung ein bisschen mehr darüber reden. Zunächst einmal der Beginn der Pfingstgemeinde. Das war vor fast genau 100 Jahren, im Jahre 1906. Damals gab es in den USA eine Bewegung, die gebetet hat. Die haben um den Heiligen Geist gebetet, sie haben sich die Hände gegenseitig aufgelegt und dann sind auf einmal einige Dinge passiert. Sie haben auf einmal in dieses Kauderwelsch gesprochen, sie sind umgefallen und sie haben Kräfte in sich gespürt und sie sagten, das ist der Heilige Geist. Und das war im April 1906. Dann sind einige von denen nach Norwegen gegangen und dann hat sich das in Norwegen weiter ausgebreitet, zuerst in Europa. Und von Norwegen aus ist es dann nach Deutschland gekommen. Es gab dann im Juli 1907 die sogenannten Kasseler Tage. Da haben sie dann so Vorträge gemacht, so einige Wochen lang, fast jeden Abend Zusammenkünfte, wo sie dann auch über diese Dinge gesprochen haben und auch praktiziert haben. Das Problem war nur, das war dann so ein Durcheinander, die sind dann umgefallen und das war ein Gekreische und das war so schlimm, dass die Polizei sogar einschreiten musste und dass das abgebrochen werden musste. Das war so ungeordnet und ein Durcheinander. Damals haben die leitenden Führer der evangelischen Kirche diese Bewegung abgelehnt. Es gab verschiedene Gründe. Sie waren damals noch relativ bibelfest und bibeltreu und sie haben gesagt, was hier geschieht, diese Manifestationen, diese gefühlsstarken Manifestationen, das Umfallen und das Kreischen und das heilige Lachen, manchmal haben sie eine halbe Stunde nur gelacht oder irgend so einfach außer Kontrolle. Das ist nicht von Gott, haben sie gesagt. Die Bibel kennt so etwas nicht. Das ist der Geist von unten. Das ist der dämonische Geist. Und damals haben sie dann eine Erklärung abgegeben, die sogenannte Berliner Erklärung, das sind dann 9, und haben gesagt, das ist nicht von Gott. Und deswegen mussten dann diese Leute, die das gemacht haben, die da mitgemacht haben, die mussten aus der Kirche rausgehen und haben dann im Jahr 1909 eine eigene Konfession gegründet. Das ist dann die sogenannte Pfingstgemeinde, die Freie Evangelische Pfingstgemeinde, so wie sie auch heute sich nennt. Und das war die Entstehungsgeschichte. Ja. Dann ist das Gleiche wieder geschehen, einige Jahre später, 1960. Da kamen die gleichen Phänomene wieder, bloß diesmal nicht mehr in einer bestimmten Gruppe, sondern in den 60er Jahren waren in allen Kirchen, evangelische Kirche und allen anderen Freikirchen, waren die gleichen Phänomene auch auf einmal wieder sichtbar und spürbar. Und diesmal
haben sie das nicht abgelehnt. Warum nicht? Weil in den 50 Jahren dazwischen ist die Theologie der Kirchen und auch der Theologen sehr viel liberaler geworden. Und sie haben sich sehr viel weniger genau nach der Bibel orientiert. Und dadurch haben sie gedacht, naja, ist doch nichts Schlechtes, lassen wir das zu. Sie haben also angenommen, nicht mehr abgelehnt. Und dann kamen solche Phänomene, also was so der Mittelpunkt dieser, und das ist so die sogenannte klassische charismatische Bewegung. Die machen eigentlich das Gleiche wie die Pfingstgemeinde, bloß eben in verschiedenen Gruppen innerhalb der Kirchen. Ihr Verständnis der Geistestaufe ist vor allen Dingen, dass sie glauben, dass wenn man getauft ist, die Wassertaufe hat, dass das nicht ausreicht. Man muss nochmal eine Taufe haben. Und zwar, man muss dann nochmal die Hände aufgelegt bekommen und dann eine Kraft durch sich durchspüren, die sogenannte Geistestaufe erleben, um dann wirklich als Gotteskind leben zu können. Aber in der Bibel ist so etwas nicht getrennt von der Taufe. Es gibt in der Bibel auch die Geistestaufe, aber in der Bibel ist die Geistestaufe mit der Wassertaufe verbunden. Das heißt, wenn jemand getauft wird, dann legen wir die Hand darauf bei der Taufe und dann ist bei der Taufe, dass der Heilige Geist einen Menschen erfüllt, wie bei Jesu Taufe das auch gewesen ist. Die Zungenrede ist bei ihnen ganz im Mittelpunkt. Sie sagen und glauben, dass die Zungenrede wichtig ist als geistliche Gabe. Und für sie ist die Zungenrede, dass sie ein Kauderwelsch reden, was nur Silben aneinander gereiht sind, was aber keinen Sinn ergibt. Nach der Bibel ist aber die, werden wir uns gleich noch ein bisschen genauer anschauen, ist das aber nicht die biblische Zungenrede. In der Bibel, wenn die Sprachengabe oder die Zungenrede vorkommt, ist das immer, dass jemand in anderen Sprachen, die es wirklich gibt, spricht. Gott hat nämlich diese Gabe gegeben, damit in der Mission Menschen erreicht werden können, die eine andere Sprache sprechen, um hier die Mission weiter auszubreiten. Die Handauflegung, sie legen sich sehr häufig die Hände auf, jeden Tag, bei jedem Gottesdienst, immer wieder, und um dadurch den Heiligen Geist zu übertragen. Das ist sozusagen eine magische, mystische Sichtweise des Heiligen Geistes. Das Umfallen ist bei ihnen vor allen Dingen und auch Heilungen. Es gibt sehr viele Gruppierungen, die auch Heilungen und es sind auch echte Heilungen, die da stattfinden. Es gibt dann auch innerhalb der Pfingstkirche und auch innerhalb der charismatischen Bewegung natürlich auch eine verschiedene Bandbreiten. Nicht alle sind gleich. Es gibt manche, die sind nur leicht charismatisch, manche sind sehr extrem charismatisch. Ich war in verschiedenen Gottesdiensten auch schon mal dabei. Es ist also sehr verschieden, wie das abläuft. Man kann nicht immer alle über einen Kamm scheren. Und es ist auch Folgendes. Selbst wenn wir auch bei einigen Dingen und bei manchen Grundlagen der Charismatiker Anfragen und Schwierigkeiten haben, so geht es jetzt aber immer nur um die Frage der Lehre und der Organisation. Ich denke, es gibt überall, auch bei den Charismatikern und bei den Pfingstlern, Menschen, die wirklich aufrichtig sind, die vom Herzen bekehrt sind und die auch erlöst sind. Aber trotzdem müssen wir, denke ich, manches beurteilen und fragen, was sagt die Bibel dazu, wie sieht das dann aus von biblischem Hintergrund. In allen Konfessionen haben wir diese Phänomene momentan und 1966 ist auch die katholische Kirche damit einbezogen. Dann hat man Katholiken die Hände aufgelegt, auf einmal haben die das auch bekommen, dieses Zungenreden, dieses Kauderwelsch und das Umfallen und diese Dinge. Und da war folgendes Phänomen, was sehr interessant war. Jetzt sagten die evangelischen Christen, wenn jetzt die Katholiken jetzt den Heiligen Geist bekommen, dann muss sie als Folge dessen, weil der Heilige Geist in alle Wahrheit führt, dann müssten die ja jetzt anfangen, nicht mehr zu Maria zu beten, nicht mehr zu den Heiligen zu beten und das Evangelium so zu glauben, wie das die Bibel sagt. Und was geschah? Das Gegenteil geschah. Die Katholiken beteten noch inbrünstiger zu Maria und beteten noch inbrünstiger zu den Heiligen und das haben die Evangelischen nicht verstanden. Und dann gab es eine Aussage von einem leitenden evangelischen Kirchenführer, der sagte, wir wissen nicht, welchen Geist wir den Katholiken gegeben haben, aber wir wissen, es war nicht der Heilige Geist. Weil eben das nicht die Wirkung hatte, die sie erwartet hatten, dass sie nämlich der Wahrheit näher kommen, der biblischen Wahrheit. Naja, auf jeden Fall, mittlerweile haben wir weltweit über 600 Millionen Christen, die zur charismatischen Richtung dazugezählt werden. Das heißt, über die Hälfte aller bekennenden Christen sind zu dieser Gruppierung dazuzuzählen. Und das ist die am schnellsten wachsende religiöse Bewegung der ganzen Welt. Sie haben meistens ihre Gottesdienste so gestaltet, dass sie Lieder singen, dass sie durch die Lieder sich ein bisschen in, und zwar mit sehr starken rhythmischen Musik, die auch so ein bisschen Gegenrhythmus hat,
Dadurch singen sie sich selbst in eine gewisse Ekstase hinein, bis dann irgendwann Gefühlsausbrüche kommen und übernatürliche Phänomene erscheinen dabei, die dann schon, und auch die Predigten sind manchmal sehr suggestiv, manchmal auch biblisch orientiert, das ist verschieden, je nachdem wie stark eine Gemeinde in Extrem geht oder nicht. Ja, interessant ist gerade, wenn man nochmal auf das eine Phänomen sich anschaut, das Umfallen. Was sehr häufig passiert ist, wenn Charismatiker nach vorne kommen und dann sie die Hände aufgelegt bekommen, dann fallen sie um auf den Rücken. Aber die tun sich meistens nie weh dabei. Manchmal sind welche da, die sie auffangen, manchmal auch nicht. Und da haben wir einen Bibeltext, der eigentlich das schon bewertet. Denn die Bibel kennt, wenn ein gläubiger Mensch vor Gott umfällt, nur, dass er auf sein Angesicht fällt. Auf sein Angesicht fällt, um Gott anzubeten. Das Fallen auf den Rücken finden wir eine Aussage im Jesaja Kapitel 28, Vers 13. Dort heißt es, darum soll auch des Herrn Wort an sie ergehen. Zavlazav, Zavlazav, Kavlakav, Kavlakav. Hier ein wenig, dort ein wenig. Dass sie hingehen und rücklings fallen, zerbrochen, verstrickt und gefangen werden. Hier spricht Gott das Urteil aus über die falschen Lehrer. Und interessant ist, dass wir hier in diesem Bibeltext zwei Merkmale der Charismatiker drin haben. Einmal diese Zungenrede, das sind auch im Hebräischen nur Silben, aneinandergereiht, die keinen Sinn ergeben. Dieses Zavlazav, Zavlazav. Und zweitens, dass sie rücklings fallen. Das heißt, dass auf den Rücken fallen, ist hier ein Zeichen der falschen Lehrer, der Irrlehrer. Ja, dann haben wir die dritte Welle, das sogenannte Power Evangelism seit 1980. Das heißt, es gab bei dieser zweiten Welle, bei der charismatischen Bewegung, gab es sehr viele Christen, auch sehr viele bibeltreue Christen, die nicht mitgemacht haben. Die haben gesagt, nein, wir bleiben bei der Bibel, wir wollen da nicht mitmachen. Und jetzt haben sie überlegt, wie können wir die auch noch mit ins Boot holen? Und da haben sie jetzt gesagt, was machen sie denn gerne? Was ist denn ihr Hauptziel? Das ist die Evangelisation. Also haben sie gesagt, machen wir auch Evangelisation, aber auf unsere Art und Weise. Das Power Evangelism auf Deutsch, Evangelisation durch Kraft und Wunder. Das heißt, dass sie jetzt in besonderem Stil versuchen, durch übernatürliche Phänomene, durch Wunder, Menschen zu Gott zu führen. Dazu gehört auch die Gemeindewachstumsbewegung, wo Christian Schwarz, einer der Begründer und auch einer der Denker ist, und auch einige weitere Bewegungen, zum Beispiel das Fuller-Seminar in den USA, ist ein charismatisches, theologisches Seminar, wo die Leute in diese Richtung ausgebildet werden und natürlich auch für die Praxis dann. Ja. Und einer der stärksten Vertreter von dieser Richtung ist der Deutsche Reinhard Bonnke. Er sagt, die Zeit der Sichel ist vorbei, ich bin jetzt der Mähdrescher Gottes. Das heißt, ich bringe die Ernte gleich wie ein Mähdrescher ein. Und er ist vor allen Dingen in Afrika aktiv und predigt manchmal dort vor Millionen von Menschen, wo er dann den Heiligen Geist, wie er es meint, ausgießen lässt und manchmal Tausende von Menschen umfallen oder Heilungen dort passieren. Und durch diese Phänomene versucht er dann, dass diese Menschen sich alle bekehren. Einer der Begründer vom Fuller-Seminar war auch John Wimber, der allerdings mittlerweile verstorben ist. Die vierte Welle, die dann in den 90er Jahren gekommen ist, war der Toronto-Segen. Der Toronto-Segen war jetzt etwas, was noch extremer geworden ist, noch mehr in das Schwärmerische als die charismatische Bewegung selber. Nämlich, hier kommen noch dazu, zu dem, was wir vorher schon hatten, hysterisches Lachen, Schreien, Weinen, Brüllen, Hüpfen, Tanzen, krampfartiges Zittern und Zucken und reihenweises Umfallen. Manchmal ist der gesamte Saal umgefallen, selbst die Kameraleute und alle, gläubig oder nicht gläubig, sind alle umgefallen, wenn sie ihren Mantel denn geschwungen haben oder andere Dinge. Es gibt manchmal interessante Videos auch im Internet, die man da sehen kann. Aber dieser Toronto-Segen war schon so extrem, dass selbst viele Charismatiker gesagt haben, das kann nicht von Gott sein. Weil hier wirklich Phänomene passiert sind, gerade alles, was hier steht, das sind eigentlich alles Dinge, die aus dem Schamanismus kommen. Ja? Der Schamanismus ist der versucht, mit übernatürlichen Mächten Kontakt aufzunehmen, durch Ekstase und durch Trance, um dort denn solche Dinge zu erleben, die hier genau auch bei den Charismatikern geschehen. Ja, Benny Hinn ist einer von den
Hauptvertretern von diesem vierten, von dieser vierten Welle. Die fünfte Welle war dann 1995 Willow Creek. Da werden wir nächste Woche ein bisschen mehr hören, deswegen werde ich jetzt nur zwei Sätze dazu sagen. Als man sah und merkte, dass der Toronto-Segen so extrem ist, dass es viele doch nicht mitgemacht haben, viele abgelehnt haben, sagt man, machen wir es auf der anderen Seite. Willow Creek hat jetzt alle Dinge, die übernatürlich sind, das Zungenreden und auch die Wunderheilung weggelassen und versucht jetzt die Prinzipien der Charismatiker ohne die übernatürlichen Dinge umzusetzen. Da geht es vor allen Dingen auch dann darum, dass man versucht, den kirchenfernen Menschen anzusprechen, die Gottesdienste danach auszurichten, aber das werden wir nächste Woche ein bisschen mehr besprechen. Einer der Hauptvertreter ist Bill Hybels aus den USA, der auch das mit begründet hat. Die sechste und letzte Welle, die wir hier haben, ist Emerging Church. Das werden wir in zwei Wochen mehr darüber hören. Das ist jetzt eine Bewegung, wo man noch überlegt hat, wie können wir immer noch die Christen, die jetzt nicht mitmachen, die auch noch wieder mit ins Boot reinholen. Das klingt meistens sehr fromm und sehr gläubig, was die sagen, nämlich wir müssen mehr beten, wir müssen mehr in die Stille gehen. Aber es ist nicht das Gebet der Bibel, sondern es ist mehr eine Meditationstechnik. Es ist ein Ansatz des postmodernen Menschen. Das heißt, jeder kann das machen, wie er selber will. Es gibt keine Form, die Gott vorgegeben hat, sondern du musst deinen Verstand ausschalten und nur mit deinem Gefühl versuchen, Gott anzubeten. Und ob du das jetzt mit einem Bild machst oder mit Malen oder mit Worten, ist egal. Hauptsache, du betest Gott an. Und es geht meistens auch sehr stark in das katholische, mystische des Mittelalters, dass man hier wieder Formen hervorholt, die von vor über hunderten von Jahren aktiv waren. Aber da werden wir in zwei Wochen ein bisschen mehr uns mit beschäftigen. Ja, jetzt ist die Frage, wie können wir das Ganze beurteilen? Was sagt die Bibel dazu? Wie ist das zu, können wir ruhig sagen, naja, wir können ruhig mit den Leuten treffen und ab und zu mal uns auch von denen die Hände auflegen lassen und auch ein bisschen Heiligen Geist mit abbekommen? Oder sollten wir es nicht tun? Ich kenne einige Prediger, Pastoren, adventistische Pastoren, die sagen, das ist durchaus auch vom Heiligen Geist und die selber auch dorthin gehen und sich auch die Hände auflegen lassen und auch selber in Zungen reden. Die Frage ist natürlich, ist das gut oder ist es nicht gut? Allein schon an dieser Frage merkt man, dass es wichtig ist, damit sich zu beschäftigen. Stell dir vor, es würde jemand heute Morgen kommen und er würde jetzt hierher kommen und würde sagen, jetzt möchte ich gerne mal euch was in Zungen vorreden. Würden wir es zulassen oder würden wir es nicht zulassen? Das heißt, wir müssen wissen, was ist dahinter? Das sind wichtige Fragen. Und wenn 600 Millionen Christen diese Dinge praktizieren, dann müssen wir wissen, wie gehen wir damit um. Ich habe 12 Punkte aufgeschrieben, warum ich glaube, dass die Manifestationen, die dort geschehen, nicht vom Heiligen Geist sind. Das Erste, als damals 1906 die ersten Phänomene stattfanden, steht in dem Buch Spiel mit dem Feuer, ein christliches Buch über diese Bewegung, folgende Geschichte. Ein anderer Bruder vermisste bei einem Geistbegabten die Geistesfrucht, ging auf ihn zu und sagte, im Namen Jesu Christi frage ich dich, wo kommst du her? Er antwortete, und zwar der jetzt in Zungen sprach, aus dem Abgrund. So aus dem Abgrund kommst du und tust, als ob du der Heilige Geist wärst. Im Namen Jesu Christi gebiete ich dir, dass du ausfährst. Er fuhr aus und aus war es mit der Geistesgabe. Das heißt also, als es damals begann, haben leitende Leute der evangelischen Kirche denn diesen Geistern geboten, im Namen Jesu auszufahren und sie fuhren auch aus. Ja. Also natürlich ist das noch kein Beweis, aber es ist ein interessanter Hinweis, gerade wo das damals gestartet ist. Zweitens, für sie ist es häufig so, dass die Schwerpunkte stärker auf der persönlichen Erfahrung liegen als auf dem Wort. Den Bibeltext, der Buchstabe tötet und der Geist macht lebendig, legen sie so aus, dass sie sagen, naja, wenn wir die Bibel lesen, nämlich den Buchstaben, das tötet uns. Warum? Weil wir hier jede verschiedene Dinge herauslesen, verschiedene Lehren herauslesen und das trennt uns untereinander und das tötet uns. Aber der Heilige Geist, das ist der gleiche. Und wenn der uns alle erfüllt, dann können wir die Bibel zur Seite legen und durch den Heiligen Geist, durch unsere Gefühle sind wir alle eins. Das heißt, es ist eine Gefühlsreligion, die hier über das Gefühl, und sie glauben, es wäre der gleiche Heilige Geist, über das Gefühl versuchen, eine Einheit herzustellen und die Wahrheit der Bibel damit umgehen. Natürlich sind nicht alle Charismatiker so und alle Pfingster so, aber je weiter jemand in dieser Sache fortgeschritten ist, desto größer ist die Tendenz in diese Richtung.
Sie haben auch viele unbiblische Lehren. Seit über 100 Jahren sind in Deutschland Christen, die diese Richtung verfolgen und sie glauben, den Heiligen Geist zu haben. Aber die Bibel sagt uns in Johannes Kapitel 16, Vers 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, nämlich der Heilige Geist, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Das ist der Heilige Geist. Was ist seine Aufgabe? Jesus sagt nicht, er wird euch schöne Gefühle schenken. Jesus sagt, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Und wenn jetzt die Charismatiker sagen, wir haben mehr Heiligen Geist als alle anderen Christen, dann müsste der Heilige Geist sie in mehr Wahrheiten leiten als alle anderen Christen. Und tut er das? Nein. Im Gegenteil. Einige Lehren, an denen sie immer noch festhalten, zum Beispiel die Sonntagsheiligung. Seit über 100 Jahren halten sie immer noch den Sonntag, obwohl doch die Bibel ganz eindeutig sagt, der siebte Tag, der Sabbat, ist der Ruhetag Gottes. Oder die Frage der unsterblichen Seele. Oder auch bei den katholischen Charismatikern die Marienverehrung oder das Messopfer, dass sie glauben, dass am Abendmahl Jesus immer neu geopfert wird. Oder auch, dass sie nach Lourdes gehen und dort auch Wunder erleben. Das heißt, dass der Geist, den sie haben, sie nicht in die Wahrheit hineinführt. Und das ist nach der Bibel ein eindeutiges Zeichen, dass es nicht der Heilige Geist sein kann. Weil der Heilige Geist in die Wahrheit hineinführen würde. Viertens. Sie haben eine falsche Geistestaufe. Sie glauben, dass die Geistestaufe eine Kraft ist, die sie spüren, die man auch selber sogar provozieren kann, indem man sich selbst in einen gewissen Trance oder in eine gewisse Ekstase hineinbegibt. Und dann erlebt man übernatürliche Phänomene. Aber das ist, wie ich eben schon mal sagte, nicht biblisch. Nach der Bibel ist die Geistestaufe verbunden mit der Wassertaufe. Die Zungenrede. Die Zungenrede finden wir zum ersten Mal in der Bibel bei Pfingsten. Und als Gott den Heiligen Geist bei Pfingsten ausgegossen hat, steht dort in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 4, und das ist ein sehr interessanter Vers, dass er ihnen die Gabe gab, andere Sprachen zu sprechen. Nämlich, er steht hier, und sie wurden alle erfüllt, Kapitel 2, Vers 4, von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das heißt, sie haben selber diese anderen Sprachen gesprochen, um denn den anderen, die nachher erwähnt werden, Parder, Meder, Elamiter und so weiter, um denen in ihren Sprachen das Evangelium verkündigen zu können. Das heißt, die biblische Zungenrede ist dafür da, Sprachbarrieren zu überwinden. Aber das Kauderwelsch der Charismatiker ist genau das Gegenteil davon. Das schafft neue Sprachbarrieren und ist keine biblische geistliche Gabe. Auch 1. Korinther 14, wo Paulus davon spricht, ist, dass die Korinther diese Sprachengabe, in anderen Sprachen zu sprechen, missbraucht haben und falsch eingesetzt haben. Übrigens, und diese Zungenrede, die die Charismatiker sprechen, kommt nicht aus dem biblischen Hintergrund, sondern kommt aus dem Schamanismus. Ich habe vor einiger Zeit Vorträge gehalten über die okkulte Verführung und aufgezeigt, wie der Schamanismus alle Kulturen der ganzen Welt, von den Mayas über die Inkas in Europa auch oder andere Kulturen durchdrungen hat und die Grundmuster immer die gleichen sind. Und diese Zungenrede und das Umfallen sind Dinge, die auch im Schamanismus sichtbar sind und als Folge der Ekstase, in die sie sich selbst hineinbringen, auch passieren. Gut, dann ein weiteres Argument. Wir haben in der Bibel geistliche Gaben. Und die Bibel sagt, dass jeder Gläubige mindestens eine Gabe hat. Aber die übernatürlichen geistlichen Gaben kommen nur in Gottes sichtbarer Gemeinde vor. Was ist Gottes sichtbare Gemeinde in der Endzeit? Denn sie sind ja dazu gegeben, die geistlichen Gaben, um die Gemeinde aufzubauen. Und Gott würde ja nicht in Gemeinden, in Kirchen, die er in der Offenbarung als Babylon nennt, aufbauen wollen, damit Babylon aufgebaut wird. Nach Offenbarung 12, Vers 17 sind die Kennzeichen von Gottes Gemeinde in der Endzeit. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen, wieder die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Das heißt, die Gläubigen der Endzeit haben zwei Merkmale. Sie halten die Gebote Gottes, alle Gebote, auch das Sabbatgebot. Und sie haben das Zeugnis Jesu. Das Zeugnis Jesu ist nach Offenbarung 19, Vers 10 der Geist der Weissagung. Das heißt, dass Gott durch einen Propheten zu ihnen spricht,
ein Propheten beruft, der sie führt. Und dann haben wir in 1. Korinther 12 folgende Aussage mit den geistlichen Gaben in Verbindung mit der Gemeinde. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. Und dann in Vers 28, und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wundertäter, dann Gaben gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede. Übrigens, hier haben wir auch interessanterweise das Wort mancherlei. Im Grunde steht hier verschiedene Arten von Zungenreden. Das Kauderwelsch bei den Charismatikern ist immer das Gleiche. Ist egal, von welcher Sprache sie kommen. Aber hier steht mancherlei Sprachenrede, steht hier eigentlich im Grundtext. Mancherlei Sprachenrede, also mancherlei Sprachen, die sie sprechen können, an der Sprachengabe. Gut, was Paulus hier sagt, ist Folgendes. Es gibt einen sichtbaren Leib Jesu und wir werden in diesen Leib Jesu hineingetauft durch die Taufe. Und hier geht es eindeutig um die sichtbare Gemeinde Gottes, die organisierte Gemeinde, damals die christliche Gemeinde. Und in dieser Gemeinde hat Gott verschiedene Personen mit verschiedenen Begabungen eingesetzt, die dann ihre Aufgaben hier ausführen sollen. Wenn wir uns die Kennzeichen anschauen, dann glauben wir, dass die Adventgemeinde, die Freikirche, der Siebentagsadventisten, die Kennzeichen erfüllt, die Gott in Offenbarung 12, Vers 17 gesagt hat für die letzte Zeit. Das heißt, dass hier, ich habe hier mal so eine Grafik aufgeschrieben, dass es eine sichtbare Gemeinde gibt, das ist die Adventgemeinde in der Endzeit, und es aber auch eine unsichtbare Gemeinde gibt. Unsichtbar deshalb, das sind alles diejenigen aus allen Kirchen, die gerettet sind. Wir glauben ja nicht, dass nur Adventisten gerettet werden, sondern es gibt evangelische, katholische, baptistische, aus allen Konfessionen Menschen, die bekehrt sind und auch gerettet werden. Und das sind diejenigen, die zur unsichtbaren Gemeinde gehören. Also sind im himmlischen Lebensbuch aufgeschrieben, aber sind nicht in Gottes sichtbare Gemeinde. Und dann gibt es aber auch noch, drittens, das sind also alle Bekehrten, ne? Da gibt es drittens noch Kirchen, die die Bibel die Offenbarung Babylon nennt. Gefallene, abgefallene Kirchen. Es ist Folgendes, wenn Gott jetzt geistliche Gaben gibt, dann gibt er diese Gaben nicht in Babylon, um das Babylon aufgebaut wird, denn Babylon ist ja etwas, was sich am Ende gegen Gott wendet, sondern er gibt es in Gottes sichtbarer Gemeinde, auch wenn nicht alle in der Gemeinde vielleicht alles immer gut läuft oder alles immer richtig ist, war damals unter den Juden auch nicht und auch zu Jesu Zeit nicht immer, aber dass Gott trotzdem in seiner Gemeinde diese Gaben gibt. Und von daher denke ich, ist es auch ein Kennzeichen, um zu erkennen, wo wirken jetzt wirklich übernatürliche, richtige Gaben und wo nicht. Das nächste Merkmal, siebtens, die charismatische Bewegung ist der Motor der Ökumene. Die ist der Mittelpunkt einer dreifachen Vereinigung, die wollen wir uns gleich ein bisschen genauer anschauen, wenn wir in die Prophetie hineingehen. Achtens, es ist eigentlich ein Ersatz für die Naherwartung. Es ist interessant, wenn Baptisten charismatisch werden, werden sie noch bessere Baptisten. Wenn Methodisten charismatisch werden, werden sie noch bessere Methodisten. Wenn Lutheraner charismatisch werden, werden sie noch bessere Lutheraner und beten noch inbrünstiger. Und wenn Katholiken charismatisch werden, dann beten sie noch inbrünstiger zu Maria und zu den Heiligen. Und wenn Adventisten Charismatiker werden, gehen sie aus der Gemeinde. Warum? Eines unserer Grundlagen ist, dass wir die Naherwartung haben. Das ist in unserem Namen drin. Adventisten, das heißt, dass wir Advent glauben, dass Jesus bald wiederkommt. Wenn diese Naherwartung nachlässt, und die Naherwartung ist ja etwas, was uns begeistert, was uns motiviert, was uns unser Ziel gibt, aber wenn die Naherwartung nachlässt, dann braucht man andere freudige Ereignisse, Ersatzstimulationen. Und das ist genau das, was die Charismatiker haben. Sie wollen die schönen Gefühle, das Himmelreich jetzt hier haben und nicht unbedingt in der Zukunft, in der Ewigkeit. Deswegen sind diese Gefühle und diese starken Phänomene, die sie erleben, ein Ersatz für die Naherwartung, die ihnen oftmals fehlt. Sie versuchen, die Gefühle hochzupeitschen. Aber ich denke, das Hochpeitschen der Gefühle ist nicht gut. Warum nicht? Natürlich ist es etwas Schönes, vielleicht etwas Angenehmes, wenn ich Lieder singe, die auch vielleicht mich innerlich berühren und die mich aufbauen. Aber wenn ich meine Gefühle künstlich hochpeitsche, dann brauche ich das nächste Mal
noch ein bisschen stärkeren Kick, um wieder befriedigt zu werden. Und beim nächsten Mal wieder noch einen stärkeren Kick und es muss immer mehr werden, damit ich innerlich befriedigt bin. Entscheidend ist nicht die Gefühle, wie stark die sind, sondern was ist wichtig? Ein Zitat von Ellen White aus dem Buch Zeugnisse, Band 1, Seite 145. Manche fühlen sich in einer Versammlung nicht wohl, wenn sie nicht etwas Erhebendes und Beglückendes erleben. Sie versuchen, sich in eine Gefühlserregung hineinzusteigern. Der Einfluss solcher Versammlungen ist jedoch nicht segensreich. Denn sobald dieser beglückende Gefühlsausbruch abgeklungen ist, zeigt sich ihr Gemüt noch unbefriedigter als vor Beginn der Versammlung, weil ihre Glückseligkeit nicht der rechten Quelle entsprungen war. Die dem geistlichen Wachstum förderlichsten Versammlungen sind, jetzt kommt es, was wichtig ist, durch feierlichen Ernst und gründliche Herzenserforschung gekennzeichnet. Jeder sucht, sich selbst zu erkennen und in tiefer Demut von Christus zu lernen. Das heißt, dieses Hineinsteigern in das Gefühl ist nicht gut. Warum nicht? Weil wir unsere Selbstkontrolle dadurch verlieren. Ich habe hier mal eine Grafik aufgezeichnet, was unseren Erregungszustand so im Laufe des Tages mal so darstellt. Das heißt, in dem dunkelgelben in der Mitte ist eigentlich der normale Zustand, dass wir zwischen ruhig sein und aufgeregt sein mal hin und her wechseln. Und ganz unten ist die Entspannung, der Schlaf, ganz oben ist die Erregung. Wenn wir noch tiefer gehen als die Entspannung, als der Schlaf, kommen wir in eine Trance hinein. Und wenn wir uns mehr erregen als die normale Erregung, kommen wir in eine Ekstase hinein. Und in diesen beiden Extremzuständen, das haben die Schamanen versucht, sich selbst durch gewisse Techniken in diese Dinge hinein zu bewegen, um dann mit übernatürlichen Mächten Kontakt aufzunehmen. Warum? Weil in diesen beiden Zuständen können wir unseren Verstand nicht mehr klar benutzen. In der Ekstase und in der Trance ist unser Verstand ausgeschaltet. Und dann ist es für die Dämonen leichter, über einen Menschen Gewalt zu haben, als wenn er sich selbst voll kontrollieren kann. Deswegen sind diese beiden Zustände, Trance und Ekstase, etwas, was auch moderne Schamanen heute versuchen, hineinzukommen, um sich hier diese Gefühle auch selbst zu geben. Und das ist eigentlich das Gleiche, was bei den Charismatikern geschieht. Das heißt, dass sie sich selbst an Erregung und Ekstase hineinsingen, um dann auch gefühlsmäßig die Kontakte mit diesen Geistern dann auch aufzunehmen. Und eigentlich ist das Schamanismus im christlichen Gewand, was hier geschieht. Ja, zehntens, was wir eben schon mal gesagt hatten, das Fallen auf den Rücken ist nach Jesaja 28, 13 ein Zeichen für die falschen Propheten. Elftens, wir haben auch interessante Aussagen von Ellen White über diese Bewegung. Damals fing sie gerade so eben erst an, werde ich gleich noch ein Zitat dazu haben, aber sie hat schon vorausgesagt, dass sowas kommen wird in der letzten Zeit, in der heutigen Zeit. Ich habe hier so zwei, drei Zitate dazu. Aus dem Buch Early Writings. Wenn Menschen in scheinbarer Machtfülle Wunderheilungen vollbringen, ist dies trotzdem kein Beweis des göttlichen Ursprungs ihrer Macht, solange sie ihre Missachtung des göttlichen Gesetzes mit diesen Bekundungen zu entschuldigen geneigt sind und im Ungehorsam beharren. Im Gegenteil, hier zeigt sich die wunderwirkende Macht des großen Verführers. Er bedient sich jedes Mittels, um vor den verblendeten Menschen den wahren Charakter der Wunder zu verbergen. Wir werden davor gewarnt, dass er in den letzten Tagen Zeichen und lügenhafte Wunder verrichten wird. Er wird bis zum Ende der Gnadenzeit daran fortfahren, um den Anschein zu erwecken, dass er ein Engel des Lichts und nicht der Finsternis sei. Das heißt, hier haben wir eine Aussage, dass genau das geschehen wird, dass hier Zeichen und Wunder geschehen werden in der Endzeit und dass diejenigen, die jetzt von Satan die Zeichen, es ist ja so, wenn es echte Zeichen und Wunder sind, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist es von Gott oder ist es von Satan und den Dämonen. Und jetzt hat die Bibel ganz eindeutige Hinweise, wie können wir unterscheiden, was von Gott ist und was nicht von Gott ist. Das heißt, das, was von Gott kommt, muss immer mit der Bibel übereinstimmen und wird nie von der Bibel, von seinem Wort wegführen. Satan wird auch versuchen, Zeichen und Wunder zu tun, sogar im christlichen Gewand. Das heißt, nicht jeder, der im Namen Jesu Wunder tut, wird er automatisch durch die Kraft Jesu die Wunder tun. Deswegen, auch da muss man unterscheiden und fragen, welche Kraft steckt dahinter, warum wirkt das, was wirkt dort. Im großen Kampf heißt es noch weiter, durch die Wirksamkeit des Spiritismus werden Wunder geschehen, Kranke werden geheilt
und viele unstreitig übernatürliche Taten vollbracht werden. Und da die Geister ihren Glauben an die Bibel beteuern und Achtung vor den Einrichtungen der Kirche bekunden, also das heißt, sie nennen sich Christen, die das tun, wird ihr Werk als eine Offenbarung göttlicher Macht angenommen werden. Durch den Spiritismus erscheint Satan als Wohltäter des Menschengeschlechtes, indem er die Krankheiten des Volkes heilt und vorgibt, eine neue und erhabenere Religion einzuführen. Das ist interessant. Das heißt, das liegt übrigens noch vor uns. Das Erste haben wir schon alles, sind wir mittendrin. Das heißt also, dass diese Zeichen der Wunder geschehen und dass Satan im christlichen Gewand sogar die Zeichen der Wunder tut. Das Letzte, dass er eine neue und erhabenere Religion einführt, das ist noch zukünftig. Das heißt, es wird noch irgendwann eine Religion kommen, eine übergeordnete Weltreligion, wo alle mitmachen müssen, wo man glaubt, das wäre jetzt das, was die Welt rettet. Satan, Selected Messages, Band 2, Satan wird seine Wunder wirken, um damit zu betrügen. Er will seine Macht als allen überlegen darstellen. Er wird Menschen krank machen und dann seinen satanischen Einfluss plötzlich von ihnen abziehen. Sie werden dann als geheilt angesehen. Diese angeblichen Heilungen werden Siebenten-Tags-Adventisten auf die Probe stellen. Das heißt, nicht überall, wo Wunderheilungen geschehen im Namen Jesu oder unter Christen, ist es auch wirklich echt von Gott. Man muss da unterscheiden. Ja, und ein Merkmal sicherlich ist dann auch, dass es mit der Bibel übereinstimmt, weil der Heilige Geist in alle Wahrheit führt und deswegen auch in die biblische Wahrheit führen wird, wenn er besonders stark wirkt. Es gab damals zu Ellen White's Zeiten schon so eine Vorläuferbewegung von dieser charismatischen Bewegung, die sogenannte Holy Flash Bewegung. Damals nannte sich das als Erweckungsbewegung in der Eventgemeinde. Es war um 1900 herum in Indiana, in den USA. Sie tanzten während ihres Gottesdienstes mit Geschrei und erhobenen Händen und mit Trommeln und mit Schlagzeug und rhythmischer Musik und glaubten, das wäre jetzt Gottesdienst und Gottesanbetung. Ellen White sagt Folgendes dazu. Solche Vorfälle wie in Indiana werden sich am Ende der Gnadenzeit wiederholen. In manchen Gemeinden werden alle Hemmungen fallen und in ihren Gottesdiensten wird es Schreien mit Trommeln, Musik und Tanzen geben. Und das alles wird dem Wirken des Heiligen Geistes zugeschrieben. Der Heilige Geist offenbart sich niemals durch Manifestationen, die an ein lärmerfülltes Tollhaus erinnern. Das ist eine Erfindung Satans, der auf diese Weise die reine, echte, erhebende, veredelnde und heiligende Wahrheit für unsere Tage unwirksam machen will. Tobender Lärm verletzt das Gefühl und verkehrt das, was ein Segen sein könnte, würde es richtig dargeboten, ins Gegenteil. Die Handlanger Satans erzeugen Getöse und Lärm wie auf einem Jahrmarkt und bezeichnen das als das Wirken des Heiligen Geistes. Wer an solchen angeblichen Erweckungen teilnimmt, empfängt Eindrücke, die ihn vom rechten Weg abirren lassen. Solche Dinge, die es in der Vergangenheit gegeben hat, werden auch in Zukunft wieder auftreten. Satan wird Musik zu einem Fallstrick machen durch die Art und Weise, wie sie dargeboten wird. Der letzte Satz ist ganz wichtig. Viele behaupten heute, Musik ist wertneutral. Du kannst ruhig Musik hören, was du willst, das spielt keine Rolle. Ist sie nicht. Ellen White sagt eindeutig, Satan wird in der Endzeit durch Musik sehr viele Menschen fallen lassen, in die Irre führen. Und zwar wie durch die Art und Weise, wie sie dargeboten wird. Das heißt, das ist vor allen Dingen, wissen wir heute, kann man auch sogar wissenschaftlich nachprüfen und nachweisen, Nettle hat auch einige interessante Untersuchungen dazu veröffentlicht, vor allen Dingen Musik, die einen Gegenrhythmus hat, dieser Offbeat der Schlager- und Pop- und Rockmusik oder auch der charismatischen Lieder auch. Die haben genau den gleichen Offbeat, bloß nicht auf, die normalerweise ist auf 1 und 3 der Schlag beim Viervierteltakt, der Offbeat hat den auf 2 und 4, also ein Gegenrhythmus. Die charismatische Musik hat den noch anders, die hat den auf 4 und auf 2 und, also auf der Achtel davor. Und das ist dann noch schwieriger und noch mehr ein Problem. Durch die Art und Weise der Musik. Ja. Das heißt also, mit anderen Worten, Musik ist nicht wertneutral. Wir müssen auch gucken und schauen, welche Art von Musik ist geeignet und welche nicht. Zu hören oder auch selbst zu machen. Das heißt, das, was Ellen White hier vorausgesagt hat, können wir heute sehen. Es erfüllt sich jetzt vor unseren Augen. Und sie sagt, wann wird das geschehen?
Ich gehe nochmal kurz zurück auf die vorige Folie. Da sagt sie, diese Dinge werden sich am Ende der Gnadenzeit wiederholen. Und wenn wir sehen, dass das sich jetzt erfüllt in unseren heutigen Tagen, heißt das, dass wir uns dem Ende der Gnadenzeit immer mehr nähern. Wir sehen also, dass wir der Endzeit, der Wiederkunft Jesu, gerade durch diese Verführungen, die auch teilweise in der Eventgemeinde schon vorgekommen sind, dass das Zeichen sind, wie nah wir vor dem Ende sind. Aber sie sagt auch, dass diese Art von Lärm und von Tanzen und von Geräuschen machen nicht segensreich ist. Ja, und dann als 12. und letzter Punkt, die eigene Erfahrung. Ich habe schon selbst erlebt, dass Leute, die dort mitgemacht haben, okkulte Belastungen bekommen haben. Ein kurzer Erfahrungsbericht, ein junges Ehepaar haben sich entschlossen, Bibelstunden zu bekommen. Ich habe mit den Bibelstunden durchgeführt und nach 3-4 Malen kommt die junge Frau und sagt, sie hat nach einiger Zeit Depressionen. Auf einmal kommt es über sie, sie muss 2 Stunden weinen und dann sind sie wieder weg. Und dann habe ich gefragt, ja, also wann hast du das denn? Ja, sagt sie, seitdem ich angefangen habe, die Bibel zu lesen. Ja, und was hast du denn damals gemacht? Ja, sagt sie, wir hatten einen bei charismatisch so einer Brüdergemeinde, warten wir ein Wochenende, so ein Ehewochenende, und da sind ihr die Hände aufgelegt worden. Und dann habe ich gedacht, du hast eine okkulte Belastung durch die Handauflegung bei den Charismatikern. Sie hat ein Absagegebet gesprochen über diese Sache und ab dem Tag waren die Depressionen weg. Also war sehr interessant, ab dem Tag der Handauflegung bei den Charismatikern hat sie die Depressionen gehabt und ab dem Tag des Absagegebetes waren sie wieder weg. Nicht jede Depression übrigens hat als Ursache eine okkulte Belastung. Aber wenn jemand mit okkulten Dingen verbunden ist, hat er sehr häufig auch oder fast immer auch Depressionen. Das heißt also, auch ich habe schon andere Fälle erlebt, wo eine Frau sehr stark in dem Okkulten drin war und teilweise in der Besessenheit drin war, dass sie auch gesagt hat, immer wenn sie Musik gehört hat, charismatische Musik gehört hat, also von charismatischen Sängern, immer wenn sie die reingelegt hat in den CD-Player, hat sie gespürt und gemerkt, wie die Dämonen gekommen sind. Also das heißt, diese Musik ist nicht einfach so, die ist zwar schön und die klingt schön, spricht das Gefühl schön an, aber die ist nicht unbedingt ganz ungefährlich. Da sollte man sich ganz genau überlegen, welche Musik man sich da anhört und welche nicht. Ja, das kommt der nächste Punkt, die Prophetie der Bibel. Was sagt die biblische Prophetie zu der charismatischen Bewegung? Wir finden hier einen interessanten Vers, Offenbarung 13, Vers 13 und 14. Und es, das zweite Tier aus der Erde, tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen, die und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun, vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist. Das heißt, hier steht, dass das zweite Tier, das sind die USA, das setze ich jetzt mal voraus, dass wir das kennen, das ist dieses zweite Tier, Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt. Einige Ausleger meinen, das Feuer könnte die Atombombe sein. Amerika hatte die Atombombe zuerst auch genutzt oder eingesetzt. Aber hier steht nicht, dass diese Macht die Menschen vernichtet durch das Feuer, sondern, was steht hier? Es verführt die Menschen durch das Feuer. Und es muss also um Verführung gehen. Und Verführung heißt, es muss um geistliche Verführung gehen. Und damit muss ein Symbol sein. Und Feuer ist ein Symbol in der Bibel, denke ich, ganz eindeutig für den Heiligen Geist. Apostelgeschichte, Kapitel 2, 1 bis 4. Dort steht, dass eben die Urgemeinde mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde und es in Feuerzungen auf ihnen sichtbar war. Und wenn jetzt hier dieses Tier in Offenbarung 13 Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt, dann heißt das, dass Satan einen falschen Heiligen Geist natürlich vortäuschen wird. Und wir wissen, dass in der Endzeit nochmal der Spätregen in besonderem Maße ausgegossen wird und das wird Satan vorher vortäuschen. Und er wird es so tun, dass die Menschen glauben und die Christen glauben, jetzt ist der Heilige Geist ausgegossen und endlich ist er da, dabei ist es der Falsche. Das heißt, Satan täuscht eine echte Ausgießung des Heiligen Geistes vor. Das finden wir auch in dem Buch Der große Kampf, Seite 464. Ehe Gott zum letzten Mal die Welt mit seinen Gerichten heimsucht, wird sein Volk erweckt werden zu der ursprünglichen Gottseligkeit, wie sie seit dem apostolischen Zeitalter nicht gesehen wurde. Der Geist und die Kraft Gottes werden über seine Kinder ausgegossen werden. Der Seelenfeind möchte dieses Werk gern verhindern und wird, ehe diese Bewegung anbricht, versuchen, es zu verfälschen. In den Kirchen, die er unter seine betrügerische Macht bringen kann, wird der Anschein erweckt, als würde der besondere Segen Gottes auf sie ausgegossen, weil sie hier, wie man meint, ein tiefes religiöses Erwachen bekundet.
Viele Menschen werden jubeln, dass Gott auf wunderbare Weise für sie wirke, während doch diese Bewegung das Wirken eines anderen Geistes ist. In religiösem Gewand wird Satan versuchen, seinen Einfluss über die ganze christliche Welt auszubreiten. Meine Frage, hat sie das schon erfüllt? Ja, es hat sich erfüllt. In der charismatischen Bewegung. Die charismatische Bewegung nimmt für sich in Anspruch, die größte Erweckungsbewegung der gesamten Menschheitsgeschichte zu sein. Bei Pfingsten damals, mehr als die Reformation. Ja. Satan versucht, durch die charismatische Bewegung genau das zu tun, die Menschen zu blenden. Sie glauben, es wäre der Heilige Geist, aber er ist es nicht. Ja. Wir haben in der Endzeit eine dreifache Vereinigung, wo drei Mächte sich vereinigen werden. Und zwar finden wir das in Offenbarung Kapitel 13, Verse 11 bis 13. Dort heißt es, und ich sah ein zweites Tier auf Aussteigen aus der Erde, das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen. Und es macht, dass die Erde, die darauf sind und wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Und es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen. Hier haben wir drei Mächte beschrieben. Die erste Macht, das ist das Tier aus der Erde. Zweitens haben wir das erste Tier aus dem Meer. Und wir haben die Zeichen der Wunder, die hier geschehen. Das heißt, das erste Tier, das zweite Tier und die Zeichen der Wunder. Das erste Tier, setze ich jetzt auch mal voraus, das ist das Tier aus Offenbarung 13, 1 bis 10. Das Tier aus dem Meer, das ist die Kirche des Mittelalters, die bis heute immer noch Bestand hat, der Katholizismus. Das zweite Tier ist der gefallene Protestantismus und die Zeichen der Wunder ist der Spiritismus. Und diese drei Mächte werden sich vereinigen. Hier steht, die werden zusammenarbeiten und gemeinsam in der Endzeit Zeichen der Wunder ausführen. Genauso haben wir es auch beschrieben in Offenbarung Kapitel 16, Vers 13. Dort steht nämlich, und ich sah aus dem Rachen des Drachen, das ist die sechste Plage, und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen gleich Fröschen. Und die gehen zu den Königen der ganzen Welt, um dann die Menschen zu verführen. Hier haben wir die gleichen drei Mächte. Wir haben das Tier, wir haben den falschen Propheten und wir haben den Drachen. Das Tier ist das Tier aus Offenbarung 13 wieder, das Papsttum, der Katholizismus, der falsche Prophet ist der Protestantismus und der Drache der Spiritismus. Das heißt, diese drei Mächte, steht hier, vereinigen sich, um am Ende zusammenzuarbeiten, zusammenzugehen. Und das sehen wir auch heute. Hier auf der oberen Schiene, Katholizismus, Protestantismus, haben wir die Ökumene. Das heißt, dass die Kirchen versuchen, sich zusammenzuschließen, die Gräben zu überwinden und wieder eins zu werden. Auch organisatorisch wieder eins zu werden. Und hier unten der Spiritismus, hier haben wir die anderen Weltreligionen, die spiritistisch sind. Hinduismus, Buddhismus und Shintoismus und so weiter. Das heißt, hier haben wir eigentlich eine Verbindung dieser drei großen Mächte. Auch das hat Ellen White vorausgesagt. Im Zeugnis Band 2 sagt sie, wenn einmal der Protestantismus seine Hand über die Kluft streckt, um die Hand der römischen Macht zu ergreifen, wenn er über den Abgrund hinweg die Hand des Spiritismus umfasst und wenn unter dem Einfluss dieser dreifachen Vereinigung die USA jeden Grundsatz ihrer Verfassung als einer protestantischen und republikanischen Regierung verwerfen und Vorkehrungen zur Verkündigung päpstlicher Unwahrheiten und Irrtümer treffen, dann können wir wissen, dass die Zeit für das außergewöhnliche Wirken Satans gekommen ist und das Ende nahe ist. Wie das Herannahen des römischen Heeres für die Jünger ein Zeichen der bevorstehenden Zerstörung Jerusalems war, so mag dieser Abfall ein Zeichen dafür sein, dass die Grenze der Geduld Gottes erreicht, dass das Maß der Ungerechtigkeit Amerikas voll ist und der Gnadenengel im Begriff steht, davon zu fliegen, um nie mehr zurückzukehren. Also hier hat sie das Gleiche ausgesagt, wie wir in der Offenbarung gelesen haben, dass drei Mächte sich vereinigen, Katholizismus, Protestantismus und Spiritismus. Und wenn die anfangen, sich zu vereinigen, dann kommen wir in die letzte Zeit hinein, wo die Gnadenzeit beginnt abzulaufen. Es ist Folgendes. Diese versuchen schon seit vielen Jahrzehnten zusammenzukommen, aber die Ökumene hat immer wieder Schwierigkeiten. Der treibende Motor in der Frage der Ökumene, der Zusammenschluss der Kirchen, ist die charismatische Bewegung. Warum? Katholiken und Protestanten versuchen, sich anzunähern, aber das Problem ist,
Die Katholiken haben Dogmen, die nicht veränderbar sind. Und in der Lehrfrage kommt man nicht weiter. Aber die Charismatiker sagen, was du lehrst, spielt da gar keine Rolle. Entscheidend ist, was du erlebst. Und wenn wir das Gleiche erleben, haben wir den gleichen Heiligen Geist und den gleichen Gott. Und dann können wir auch gemeinsam Gottesdienst feiern. Die Lehren, die uns trennen, können wir durchaus mal ein bisschen zur Seite legen. Das heißt, sie tun die Einigkeiten nicht durch die Lehren herbeiführen, sondern durch das Erlebnis herbeiführen. Und da haben sie übrigens dann auch den Bogen geschlagen, dann auch zu den anderen spiritistischen Weltreligionen, weil da der Schamanismus im Spiritismus die gleichen Phänomene hat und erlebt, wie auch in der charismatischen Bewegung. Das heißt, dass also hier die charismatische Bewegung ein Bindeglied ist zwischen den Kirchen und auch zwischen den Weltreligionen. Hier habe ich ein Zitat aus der Zeitschrift Erneuerung in Kirche und Gesellschaft. Dort heißt es: Die charismatische Erneuerung ist ein Band zwischen den Kirchen der Reformation, der römisch-katholischen Kirche, den konservativen Evangelikalen und den Orthodoxen. Die charismatische Erneuerung kann dem Weltrat der Kirchen helfen bei seinem Ziel Einheit des Volkes Gottes und Einheit aller Menschen auf Erden. Interessant. Das sagen die selber. Ja, das heißt, sie sagen selbst, die charismatische Bewegung hat die Grundlagen dafür, die sichtbare Einheit aller Christen herzustellen und darüber hinaus die Einheit aller Menschen auf der ganzen Erde herzustellen. Ja, jetzt möchte ich noch einen Bereich ansprechen, der eigentlich ganz wichtig ist. Wenn wir es jetzt so einordnen, dass wir sagen, die charismatische Bewegung ist nicht von Gott, es ist ein falscher Geist, der hier wirkt. Ein Geist, der den Heiligen Geist nachmacht, vortäuscht, aber ist nicht der echte. Dann ist natürlich die Frage, was machen wir jetzt mit diesen Liedern, die komponieren? Lieder, die jetzt singen. Und wenn jetzt die Charismatiker Lieder singen, womit sie den Heiligen Geist beschwören, dass er jetzt auf sie fallen soll. Und wenn wir die gleichen Lieder jetzt auch singen, welchen Heiligen Geist bekommen wir dann? Den echten Heiligen Geist? Oder den Geist, den sie besingen? Denn sie haben eine falsche Vorstellung, wie der kommt. Sie glauben mir, dass der kommt, indem man sich selbst in eine gewisse Ekstase hineinsingt und dann er auf sie fällt. Deswegen glaube ich, dass wir diese charismatischen Lieder, die die Menschen komponiert haben, auch wenn sie noch so schön und melodisch sind und noch so schön unser Gefühl ansprechen, dass wir diese Lieder nicht singen sollten. Warum nicht? Ich habe mal einige Punkte hier aufgeführt. Erstens, die Quelle dieser Lieder ist Schamanismus, christlicher Schamanismus. Deswegen ist die Quelle schon mal nicht gut. Und wir können das auch an einer unreinen Quelle Reines kommen. Sicherlich haben die Lieder nicht nur Schlechtes, sie haben Gutes und Schlechtes, beides gemischt. Aber sie haben so viel Schlechtes dabei, dass man eben dadurch auch auf keinen guten Weg kommt. Zweitens, haben oft okkulte Hintergründe, weil eben gerade vieles aus diesem Bereich des Charismatik okkult ist. Und sie führen zu einer Erlebnisreligion. Selbst wenn wir diese Lieder vielleicht jetzt nicht extrem singen, sondern vielleicht gemäßigt singen, aber es kann sein, wenn man dann mit Pfingstern das mal zusammen singt und die singen das ein bisschen stärker und ein bisschen mehr mit Schlagzeug und irgendwann gewöhnt man sich daran. Und je mehr man sich daran gewöhnt, desto mehr merkt man gar nicht irgendwo, dass man schon auf diesem Pfad ist, wo man in diese gefühlsmäßige High hineinkommt. Dann, dieser Gewöhnungseffekt, denke ich, der ist problematisch, weil den merkt man meistens nicht. Zweitens der Text. Der Text dieser Lieder ist oft nicht in Ordnung. Der ist oft magisch, mystisch. Zum Beispiel, es gibt dieses eine berühmte Lied, wo es dann heißt, fließt heiliger Geist, überflutet das Land mit Liebe. Ja? Ich denke, diese Art von das Land mit Liebe überfluten, ist nicht so, wie die Bibel das beschreibt. Das ist eine Vorstellung des magischen Verständnisses, wie Sie den Heiligen Geist und die Gefühle hier erleben. Sie besingen Ihre eigenen Erlebnisse. Und das sind schamanistische Erlebnisse. Und wenn wir die auch besingen, ist die Frage, was wir dann wirklich bekommen, wenn wir das singen. Das heißt, die Texte sind oft magisch-mystisch hinterlegt, oft bedenklich und falsch. Ja, auf den ersten Blick sehen sie vielleicht nicht schlecht aus, aber wenn man mal genau ein bisschen durchleuchtet. Günter Preuß hat mal eine Ausarbeitung darüber gemacht, sehr interessant, über die Texte von Liedern und auch die Musik, die Wirkung von Musik von Liedern. Jetzt habe ich das nur ganz kurz zusammengefasst hier. Die sind meistens zu flach und einseitig und mit ständigen Wiederholungen. Und sie haben meistens eine Herabbeschwörung des Heiligen Geistes.
Das heißt, dass sie glauben und erleben, wenn sie sich mehr und mehr hineinsteigern in diese Art von Liedern, dass sie dann diese übernatürliche Kraft erleben, wo wir glauben, dass es eben der falsche Heilige Geist ist. Melodie und Rhythmus, sie sind manipulativ. Und das ist, denke ich, eines der wichtigsten Punkte, warum wir die Lieder nicht singen sollten. In dem Buch Du bist Herr, Band 3 und Band 4, steht im Vorwort drin, dass diese Lieder nicht über den Verstand wirken sollen, sondern über das Gefühl wirken sollen. Und das nennt man heute auch Manipulation. Das heißt, dass man hier versucht, über das Gefühl Menschen anzusprechen, zu erreichen und für ihre Sache zu gewinnen. Warum ist das so? Das können wir uns jetzt anschauen, wenn wir sehen, wie man die erkennen können. Manchmal ist es nicht ganz einfach, die zu erkennen, weil es gibt so einen fließenden Übergang zwischen normalen christlichen, modernen Liedern und charismatischen Liedern. Wie können wir solche Lieder erkennen? Erstens, sie haben meistens einen einseitigen Text, der sich fast ständig wiederholt. Zweitens, der Inhalt ist fast immer nur Gnade und Gottes und Anbetung Gottes, Lobpreis wird es auch meistens genannt, Gesetz und Sünde und diese Dinge findet man dort nicht. Die Betonung ist nicht in dem Rhythmus, ist nicht auf der 1 und 3, sondern auch nicht auf der 2 und 4, wie das bei der Rock- und Popmusik ist, sondern auf der 4 und auf der 2 und. Das heißt, man kann diese Lieder eigentlich ohne Begleitung und ohne Rhythmusbegleitung gar nicht richtig singen. Ja, wenn wir jetzt hier als Gemeinde so ein Lied singen wollten, wir sind es gar nicht gewohnt, wir würden das falsch singen. Wenn wir es so singen sollten, wie es da steht, dann kriegen wir es gar nicht hin. Das heißt, man singt die Note schon und dann kommt erst ein halber Schlag später dann die 1. Ja, und diese ständige, diese Vorsynkope, wie ich sie auch manchmal nenne, ist etwas, was eigentlich fast nur bei diesen charismatischen Liedern vorkommt. Und das ist übrigens immer ein Zeichen, fast immer ein Zeichen, dass es charismatisch ist. Wenn dieser Vorschlag da ist, dann kann man es fast immer erkennen, wenn man das mal ein bisschen untersucht. Dann, die Melodie ist meistens schön, aber meistens auch schwierig zu singen. Gerade weil der Rhythmus nicht genau im Rhythmus ist, sondern der ist immer halbe versetzt. Und man kann sie auch angucken, wenn man nicht genau weiß, wer hat das Lied geschrieben und was ist das für ein Mensch. Wenn der Autor Charismatiker ist, ist meistens das Lied auch charismatisch. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mich mal hingesetzt und habe mal einfach unsere Liederbücher mal durchgeschaut. Wir loben Gott, denke ich, da haben wir keine charismatischen drin. Aber wir haben ja die Quelle. Und in dem Liederbuch Die Quelle sind eine ganze Reihe charismatischer Lieder drin. Und da habe ich meine Liste gemacht von all diesen Liedern. Falls jemand von euch das interessiert, könnt ihr die Liste gerne haben. Ich habe sie extra bis heute noch zurückgehalten, aber ab heute gebe ich sie frei. Könnt ihr sie gerne auch anschauen. Und ungefähr so 40 bis 50 Lieder sind in der Quelle. Einige sind leicht charismatisch und einige sind stärker charismatisch. Könnte man, also das heißt, die Liste von charismatischen Liedern in der Quelle. Es gibt auch von Rudolf Eberthäuser auch noch interessante Heftchen über die Frage, wie kann ich solche Lieder erkennen. Gut, ich denke, dass wir von solchen Liedern Abstand nehmen sollten. Vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis. Es wird ja jetzt demnächst ein neues Liederbuch geben. Die Quelle und auch Wir loben Gott werden nicht mehr aufgelegt. Das heißt, die laufen aus. Und es wird ein neues Liederbuch in Deutschland geben und das ersetzt beide Liederbücher. Und das soll in ganz Deutschland für alle Gemeinden das Liederbuch jetzt für die Gottesdienste sein. Und nach meinen Informationen, was ich so gehört habe, ist zwischen 30% und 50% der Lieder in diesem Liederbuch sind charismatische Lieder. Ja. Von daher wird das etwas sein, was in Zukunft einiges an Konfliktstoff und Problemen hervorrufen wird. Aber zur Beruhigung, es gibt noch ein zweites Liederbuch, was auch gerade noch entwickelt wird. Und zwar die Österreicher machen auch eins. Parallel. Und die Österreicher, das soll jetzt schon dieses Jahr schon rauskommen, sollte jetzt schon im Frühjahr rauskommen, vielleicht kommen sie jetzt in den nächsten Wochen. Und dieses österreichische Liederbuch hat 0% charismatische Lieder drin. Ja. Und das hat auch so ein bisschen Lieder, wie wir das eigentlich auch so als Mannheimer meistens auch gern haben oder auch singen. Aber dann, ich denke, wenn es soweit ist, dann werden wir uns mit dieser Frage nochmal auseinandersetzen dürfen.
Gut, gehen wir einen Schritt weiter zum letzten Punkt. Prophetie sagt einiges über diese Bewegung und über die Gefährlichkeit und auch, dass die charismatische Bewegung in der letzten Zeit den Mittelpunkt der antigöttlichen Dreieinigkeit spielen wird, die gegen Gott und Gottes Volk vorgehen wird. Die Frage ist jetzt, wenn wir das Falsche jetzt sehen, wenn wir den falschen Heiligen Geist sehen, der jetzt schon wirkt, dann sollten wir umso mehr um den echten Heiligen Geist beten, oder? Denn wenn der Falsche schon gefallen ist, dann heißt das, dass der Echte jetzt auch fallen sollte. Und es hängt von uns ab, wie sehr wir von dem Heiligen Geist erfüllt sind. Dass wir auch etwas tun, dass der Heilige Geist mehr in unserem Leben wirken kann. Und da habe ich jetzt einige Punkte aufgeschrieben. 8 Punkte, Kennzeichen echter Erweckung. Das sind auch Kennzeichen, wie wir mehr vom Heiligen Geist erfüllt werden können. Denn wir sollten nicht nur auf das Falsche schimpfen, wir sollten das Richtige praktizieren. Das ist noch viel wichtiger. Der erste, Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 32. Hier heißt es, und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Was ist wichtig, wenn man den Heiligen Geist bekommen möchte, wenn man erfüllt werden möchte? Dass wir Gott gehorchen. Und das ist übrigens etwas, was sich gegenseitig verstärkt. Je mehr ich Gott gehorche, desto mehr kann der Heilige Geist mein Leben erfüllen. Und je mehr er mein Leben erfüllt, desto mehr wird er mich wieder dazu führen, Gott zu gehorchen. Denn ich kann aus eigener Kraft Gott nicht gehorchen. Das kann ich gar nicht. Der Heilige Geist wird das in mir tun. Und je mehr der Heilige Geist mich wieder erfüllt, je mehr ich die Dinge, die zwischen Gott und mir stehen, hinweg tue, je mehr ich mit Gott verbunden bin, je intensiver ich bete, desto mehr kann der Heilige Geist mein Leben erfüllen und er wird mich dann dazu führen, mehr zu gehorchen und das wird dazu führen, dass ich noch mehr vom Heiligen Geist erfüllt bin und das wird sich dann gegenseitig verstärken. Das ist ein wunderbarer Kreislauf, den Gott hier eingerichtet hat. Das ist der Kreislauf der Heiligung. Das heißt, wir sollten uns fragen, wo gibt es Punkte in meinem Leben, wo ich Gott nicht gehorche, wo ich bewusst vielleicht etwas tue, wo ich weiß, das ist nicht richtig. Lasst uns darum ringen, darum beten, dass wir den Weg gehen, den Gott uns zeigt. Der Heilige Geist wird uns den Sieg schenken. Matthäus 7, 21 bis 23. Jesus sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jedem Tage, Herr, Herr, haben mich in deinem Namen geweissagt, haben mich in deinem Namen böse Geister ausgetrieben, haben mich in deinem Namen viele Wunder getan. Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich glaube, dass dieser Text in der Bibel steht, dass Jesus ihn erzählt hat, besonders im Hinblick auf unsere heutige Zeit, auf die Charismatiker. Hier sind Menschen, die glauben, sie wären erlöst, sind es aber nicht. Und was bringen sie als Beweis an? Sie sagen, wir haben doch in deinem Namen Jesus geweissagt, Wunder getan, böse Geister ausgetrieben. Das heißt, sie haben die übernatürlichen geistlichen Gaben als Beweis ihrer Gotteskindschaft angeführt. Aber meine Lieben, es ist ganz wichtig zu erkennen, Satan kann die Gaben des Geistes nachmachen. Geisteraustreibung, Wunder tun, Weissagen, kann Satan nachmachen. Natürlich kann er das. Was er nicht nachmachen kann, ist die Frucht des Geistes. Nämlich die Frucht des Geistes ist etwas, was der Heilige Geist unser Leben verändert. Charakterveränderung, das wird Satan niemals tun in uns. Das ist das Kennzeichen von der wahren Gotteskindschaft, dass wir die Frucht des Geistes in uns haben. Die Gaben des Geistes gibt Gott noch als Geschenk obendrauf. Aber sind nicht ein Beweis der Gotteskindschaft. Das ist ganz wichtig. Ja, es hießen also Menschen, die genau das glauben. Sie denken, dass die geistlichen Gaben der Beweis sind, dass sie zu Gott gehören. Und Jesus sagt, ich habe euch noch nie gekannt. Mit anderen Worten, ihr wart noch nie meine Kinder. Sie haben im Namen Jesu Wunder getan, aber nicht durch die Kraft Jesu. Was ist das Merkmal? Was sagt Jesus? Nicht Herr, Herr rufen, sondern Gottes Willen tun. Das heißt, das Zweite ist Gottes Willen tun. Habe ich Gottes Willen für mein Leben erkannt? Tue ich das? Gott fragt nicht, wie wir dabei fühlen. Gott fragt nur, sind wir bereit dazu? Tun wir es. Gott wird uns den Sieg dabei schenken und die Kraft dazu geben. Jesaja 8, Vers 20. Zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. Die Grundlage, die wir brauchen, ist, es muss übereinstimmen mit dem Gesetz und dem Zeugnis, mit der Bibel. Alles, was wir lehren, was wir verkündigen,
muss mit der Bibel übereinstimmen. Wir sollten die Bibel deshalb kennen, wir sollten sie lesen und studieren. Denn das ist das Einzige, was uns Sicherheit gibt. So spricht der Herr. Wenn wir die Bibel nicht kennen, dann werden wir wie ein Haus auf dem Sand hinweggefegt werden, wenn ein Sturm kommt. Wir müssen das Wort lesen, in uns aufnehmen. Die Bibel ist der Maßstab, nach dem wir leben sollen. Galater 5, Vers 22 und 23, die Frucht des Geistes. Ist aber Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Das sind die Kennzeichen wahrer Nachfolge Jesu. Und das letzte übrigens, Keuschheit, habe ich mich früher gefragt, was ist denn Keuschheit? Das ist ein altes Wort, ne? Sagt man heute nicht mehr. Dass wir keusch sind, ja? Ich habe früher immer geglaubt, so sexuelle Enthaltsamkeit, aber das heißt das nicht. Hier steht im Grundtext ein Wort, das bedeutet Selbstkontrolle. Gott möchte, dass wir uns jederzeit selbst kontrollieren können. Deswegen hat er auch alle Dinge, die die Selbstkontrolle außer Kraft setzen, gesagt, wir sollen sie nicht tun. Alkohol, Drogen, Rauchen, Tabak tun alle unsere Selbstkontrolle außer Kraft setzen. Deswegen sind sie gegen unsere Charakterentwicklung. Das heißt, dass wir, und deswegen ist übrigens auch, was die Charismatiker erleben, das Umfallen, den Kontrollverlust, der ist das Gegenteil von Selbstkontrolle. Gott möchte, dass wir jederzeit wissen, was wir sagen, was wir glauben, was wir tun. Wenn ich aber umfall und eine halbe Stunde nur irgendwas schreie oder lache oder lalle, dann habe ich keine Selbstkontrolle mehr. Das ist das Gegenteil von dem, was Gott in der Heiligung, in der Charakterentwicklung von uns möchte. Das heißt, Selbstkontrolle ist wichtig. 1. Petrus 4, Vers 7 und 5, Vers 8. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Das heißt, wir sollen nüchtern sein. Nüchtern heißt, dass wir klaren Verstand haben, mit Gottes Hilfe erkennen können, wo richtig und wo falsch ist. Wir brauchen umso mehr, je mehr wir in die Endzeit kommen, nahegekommenes Ende aller Dinge. Je näher wir der Endzeit kommen, desto mehr brauchen wir die Gabe der Geisterunterscheidung. Wo wirkt Gottes Geist und wo wirkt er nicht? Das ist unglaublich wichtig für die letzte Zeit. Das heißt Nüchternheit. Dann haben wir 1. Petrus 5, Vers 5 und 6. Desgleichen ihr Jüngeren, ordnet euch den Älteren unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Was brauchen wir? Demut. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir als Eventgemeinde in der heutigen Zeit am allernötigsten brauchen. Demut. Und Demut heißt, dass ich mich Gott unterordne. Das heißt Unterordnung unter Gott. Dass ich mein Denken, mein Wollen unter Gottes Wort, unter Gottes Willen stelle. Dass Gott mich führt. Und dann werden wir erleben, Gott führt immer gut. Dass wir es nicht nur sagen und bekennen, sondern auch tun. Im Alltag. Der vorletzte Text, Apostelgeschichte 1, Vers 14. Das war vor Pfingsten. Dort heißt es von den Jüngern und den Nachfolgern Jesu, diese alle waren stets beieinander, einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Das heißt, sie haben die Zeit zwischen Jesu Himmelfahrt und der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Wir haben ja gerade an diesem Wochenende Pfingsten. Es passt genau zu dem Zeit, in der wir jetzt gerade sind. Sie haben, was haben sie getan? Sie haben gebetet. Sie waren einmütig zusammen. Sie haben eine Einigkeit gehabt, im Gebet verbunden. Und als Antwort darauf hat Gott den Heiligen Geist in besonderem Maße geschickt. Das sollten wir auch tun. Im persönlichen Gebet, zu zweit, zu dritt, in der Gemeinde, Gebetsversammlungen, dass wir die Zeiten des Gebets nutzen. Und Gott bewirkt durch Gebet unglaublich viel. Wenn wir sehen würden in der übernatürlichen Welt, was Gott tut durch das Gebet, dann würden wir, glaube ich, viel mehr beten. Das heißt, Erweckung bringt immer einen Gebetsgeist, einen Drang zum Gebet, dass wir motiviert werden, mehr zu beten. Und da ist dieser Roger Monod, von dem ich vorhin schon erzählt habe, in diesem Buch nicht zu fassen. Der ist mir wirklich ein Vorbild geworden, wie er
gebetet hat, eine Gebetsliste hatte und was er für Erfahrungen und für Gebetserhörungen erlebt hat. Der letzte Text, Jesaja 8, Vers 6. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Das heißt, unsere Bereitschaft, mit Gott zu gehen, Gott zu dienen. Unsere Bereitschaft, von Gott gesandt zu werden, ein Missionsgeist. Wenn ich mit Gott lebe, dann werde ich ein brennendes Herzen haben, auch anderen Menschen davon weiterzusagen. Deswegen lasst uns unser Leben jeden Tag neu Gott übergeben. Lasst uns jeden Tag neu Gott weihen. Lasst uns jeden Tag neu um die Kraft des Heiligen Geistes bitten, um den Spätregen bitten. Lasst uns bitten, dass er uns unsere Schuld vergibt, dass er uns seinen Frieden ins Herz schenkt. Lasst uns darum beten, dass er unsere Pläne lenkt, unsere Schritte lenkt, dass wir mit Jesus jeden Tag enger gehen können. Ein letztes Zitat von Ellen White aus Erweckung, was dann? Eindrücke und Gefühle sind kein sicherer Beweis dafür, dass ein Mensch unter der Leitung des Herrn steht. Denn Satan vermittelt diese Gefühle und Eindrücke genau dann, wenn er sich unerkannt glaubt. Sie sind keine zuverlässigen Wegweiser. Alle sollten sich gründlich mit den beweiskräftigen Zeugnissen unseres Glaubens vertraut machen, zur Verherrlichung Gottes Frucht zu bringen. Dem gelte unser heißestes Bemühen. Amen. Himmlischer Vater, Schöpfer Himmels und der Erden, dich loben wir, dich preisen wir. Wir danken dir, Herr, dass du uns geschaffen hast, dass du uns erlöst hast, dass wir durch das Blut deines Sohnes Jesus Christus Freiheit und Erlösung haben dürfen. Wir danken dir, dass wir aber auch in deinem Wort klare Wegweisung haben dürfen, dass wir nicht im Dunkeln tappen müssen. Herr, wir bitten dich, schenk du uns die Gabe der Geisterunterscheidung, dass wir nicht auf falsche Zeichen der Wunder hereinfallen. Hilf, dass wir immer unterscheiden können, wo dein Heiliger Geist wirkt und wo er nicht wirkt. Hilf, dass wir nicht verführt werden durch diese falsche Geistesausgießung, sondern hilf, dass wir mit dir leben, dass wir dich in unserem Herzen haben an jedem Tag und dass wir jeden Tag dir näher kommen. Wir bitten dich, dass du uns einen echten Heiligen Geist in besonderem Maße schenken möchtest. Hilf, dass wir alles zur Seite schieben können, was zwischen dir und uns steht. Schenk du uns Vergebung, schenk du uns Frieden ins Herz. Schenk du uns, dass wir jeden Tag aus deiner Kraft leben dürfen und dass wir auch diesen Frieden anderen Menschen weitergeben dürfen. Herr, wir bitten dich, dass du den Spätregen ausgießen möchtest über deine Gemeinde. Wir bitten dich, dass du Erweckung schenkst in unserem persönlichen Leben, in unserer Gemeinde und überall auf der ganzen Welt. Und dass dein Werk mit Vollmacht verkündigt werden kann und zum Abschluss gebracht werden kann und dass du bald kommen kannst, Herr Jesus. Und darauf warten wir und darauf freuen wir uns. So bleibe dir bei uns mit deinem Segen. In Jesu Namen. Amen.